Au. Na. Was zur Hölle? Okay, das wird jetzt gar nicht lustig. Erstmal muss ich nämlich das Vieh loswerden. Was nicht geht, weil ich es nicht treffe. Oh Gott. Und da muss ich noch mich mit ihm hier beschäftigen. Nein, warum? Ich mag ihn nicht. Vor allem auf so engem Raum. Au, genau. Jetzt hatte er gerade kurzzeitig keine Lust mehr. So. Weg mit dir. Und ja, eigentlich sollte ich mich mit meiner Estus-Flakor heilen. So, erstmal den Gremlin da hinten loswerden. Wow. Und es kommt auch ein zweiter, sehe ich gerade. Also töte den da bitte schnell. Wow. So. Gremlins sind weg. Jetzt muss der Golem weg. Ah, die Attacke ist mies. Die entzieht nämlich Seelen, wenn er mich damit trifft. Und ja, er hat eine ziemlich heftige Linke. Solange sein Kumpel von da oben nicht auch mitmischen will. Ich gehe mal ein bisschen weiter weg. Nicht, dass ich aus Versehen noch einen reaktiviere, indem ich ihn töte. Oh. Ja, ich habe nicht mehr genug Ausdauer. Und krieg eins auf die Ömmel. Oh, gefährlich. Aber richtig gefährlich. Es gibt nämlich eine richtig cheatende Strategie eigentlich bei denen. Man kann sie anpieksen, während sie versteinert sind. Der da oben ist zum Beispiel nicht mehr versteinert. So. Ich darf sie halt nicht aufwecken. Dann gehen sie viel einfacher zu töten, indem ich sie einfach nur totsteche. Genau. Er ist eigentlich schon fast cheaten, aber bei den Gegnern. Soll mir das recht sein? So, ich guck noch mal kurz. Ich war mir nämlich eigentlich recht sicher.
Geheimfahrt voraus, ja. Ich war mir eigentlich recht sicher, dass der hier noch was droppen würde, den ich hier drin getötet habe. Oder das ist ein Zufallsdrop gewesen, damals. Gut, müssen wir nur noch den da töten. Bin ich froh, dass ich noch so viele Flakone habe. Mission von Unachtsamkeit. Ja, komm ruhig her. So. Wow. Au. Das Gute ist, sie sind nicht schnell. Man kann vor ihnen wegrennen. Ja. Er tut mir den Gefallen nicht und stirbt einfach. Doch jetzt. So, das war der letzte von ihnen hier. Wenn wir da hochgucken, dürfte uns das etwas bekannt vorkommen. Aber wenn wir oben sind, ist es uns definitiv noch bekannter. Ein Pharos Wahrheitsverkünder. Ich überlege gerade, ob wir den hier noch brauchen. Wenn ja, benutzen wir ihn. Vorsicht vor Loch, deshalb versucht Hebel. Jo, da geht's tief runter. Tief runter wollen wir nicht. Oh, hast du mich jetzt gerade erschreckt? Komm wieder runter. Ja, spätestens da hinten sollte man es sehen. Da sind wir nämlich runtergekommen. Wir sind jetzt direkt unter der zerstörten Brücke. An der ich schon zweimal vorbeigelaufen bin. Dreimal sogar. Einmal, als noch alles eisig und zugeschneit war. Und jetzt nochmal. So, jetzt erstmal die drei Jungs ausschalten. Allein das schon könnte gefährlich werden. Wir haben aber zum Glück genug Tränke und sie kommen nicht hier rein. Das hilft mir schon, sie hier ganz gut tot zu stechen. Wow. Oder sie stechen mich tot. Könnte auch gut passieren. So. Und weg. Vision von toller Aussicht. Ja, allerdings. Der Aufbau erinnert schon ein bisschen an Lordwyn. Auch die Kapelle da hinten und alles. Da die Ringmauern, die alles abzweigen. Und die ganz hohe Mauer hier hinten. Und ja, das war die Kathedrale, zu der wir damals hin sind.
Ja, dass wir da hoch müssen, weiß ich. So, alles, was wir da unten gemacht haben, war, um diese Kluft zu überbrücken. Da sind wir runter. Stab von Asal. Schimmernder Lebensstein. Geborstener roter Augapfel. Und da oben wollen wir hin. Aber jetzt gucken wir uns erstmal kurz den Stab von Asal an. Stab von Asal, dem Weisen aus Forossa. Er ist grob gefertigt, aber von der Magie des Asal durchdrungen. Er kann Zauber sehr verstärken, aber ihren Einsatz auch stark verringern. Dieser für die unerfahrenen ungeeignete Stab ist ein Beweis für Asals Talent. Ja, gut. Das da sieht etwas verdächtig aus. Oh, hehehe. Ernsthaft? Das habe ich beim ersten Mal gar nicht bemerkt. Cool. Und ja, in diesem Zweifel wechsle ich mal meine Waffe, weil mein Heidespeer schon ziemlich angeschlagen ist, wechsle ich mal auf die Flügellanze oder den Flügelspeer. Ich glaube, das heißt Flügellanze, auch wenn es keine Lanze direkt ist. Unmöglich oder Geheimnis, Vision von Freund. Hurra für Leben. So, ein bisschen Feuer für dich. Au. Da war ich unvorsichtig. Tolle Aussicht voraus, aber Hinterhalt. Ja, ich habe sie wenigstens angelockt. So. Ich gehe jetzt hier mal lieber auf Nummer sicher und töte die beiden im Fernkampf. So, hier sind noch zwei von denen. Oh. Puh. Au, das habe ich verdient. Das nicht. Und wie weiß ich schon wieder bin. Hallo. Ich habe das Gefühl, da bewegt sich noch was. Ja, um die Ecke ist noch was. Au. Ich werde gerade viel zu leichtsinnig mal wieder, merke ich gerade. Oh nö. Nicht noch einer von euch. Vor allem einen, den ich nicht treffe.